Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb. Na, was geht Ihnen eigentlich gerade so durch den Kopf? Wird es bald mehr Ausländer als Deutsche geben? Gute Frage. Nächste Frage. Leben zu viele Ausländer in Deutschland? Ha, und im Ausland erst. Noch eine Frage? Warum stehen so viele Ausländer auf mich? Zum Glück muss ich solche Fragen nicht beantworten. Für den, ich sag mal, Themenkomplex Migration gibt's ja Politik. Internes Papier. So will Kanzler Scholz für mehr Abschiebungen sorgen. Grünpolitiker fordern Kurswechsel in Migrationspolitik. Merz sieht Grenzen bei Migration erreicht. Union und FDP wollen Asylrecht verschärfen. Faeser bekräftigt Vorstoß für Asylzentren an EU-Außengrenzen. Rotzfrech zusammengefasst heißt das, Ausländer sollen nicht in unser schönes Inland kommen, sondern sich bitteschön hinter der EU-Grenze ansammeln. Oder was meint das Volk? Sind Sie für eine Verstärkung der EU-Außengrenzen mit mehr europäischen Grenzschutz- und Küstenwachebeamten? Auf jeden Fall. 74% der Deutschen sind im weitesten Sinne gegen Ausländer. Klingt hart, aber das ist Demokratie. Was also wollen die 74%? Gibt es nicht einen Mutigen mit einem Blick von außen, der sich traut, das mal klar auszusprechen? Ich glaube, dass, um Kontrolle herzustellen, auch der physische Schutz der Außengrenze in Betracht gezogen werden muss. Ich bin dafür, wenn zugleich die Möglichkeit humanitärer und qualifizierter Einwanderung rechtlich erleichtert wird. Herr Merz, aus irgendeinem Grunde traut sich der Herr Lindner nicht, das Wort Zaun zu sagen. Trauen Zaun. Sie sich das? Ja. Also, Zaun! Deutschlands wichtigster Kämpfer für seine Definition von Freiheit spricht es endlich mal aus. Gute Ausländer rein, schlechte Ausländer Zaun. Moment mal, warum denn Zaun? Warum denn Zaun? Lass uns doch einfach einen gigantischen, blickdichten Wall aus fabrikneuen Porsches um Europa bauen. Das ist super für die Porsche-Bilanz und niemand muss mit ansehen, was dahinter passiert. UN werfen EU schwere Versäumnisse bei Seenotrettung im Mittelmeer vor. Flüchtling an der EU-Außengrenze angeschossen. Migration. Das Menschenrechtsdilemma der EU. Ja, lieber nicht so genau hingucken, was an den EU-Außengrenzen so passiert. Weil sonst kriegt man wie heißt das nochmal? Dieses unnötig nervige Gefühl, schlechtes Gewissen. Man bräuchte eine Organisation, die uns unauffällig die Ausländer vom Hals hält, ohne uns einfache EU-BürgerInnen dabei mit zu viel Menschenrechtsgedöns zu belasten. Ach ja, die gibt's ja schon. Das ICMPD. ICMPD, the International Center for Migration Policy Development. We build evidence-driven migration policy options and government systems that engage and equip our partners with effective forward-leaning responses to opportunities and pragmatic solutions to complex regional migration and mobility challenges. Leck mich fett in den Tisch, war das langweilig. Und das ist Absicht. Denn wer Pragmatic Solutions to Complex Regional Migration and Mobility Challenges hört, der denkt nicht an Ausländer raus. Der ist ganz pragmatic, einfach in der Mitte des Satzes eingeschlafen. Allein der Name dieser Organisation schon, ICMPD, Internationales Zentrum für Funky, so ist es ganz funky. ICMPD. Es ist nämlich so, dass ICMPD ist eine echte, wirklich existierende internationale Organisation. Das ICMPD kennen Sie nicht, kannte ich auch nicht, bevor ich ein halbes Jahr ganz alleine für diese Sendung recherchiert habe. Und trotzdem, obwohl ich das nicht kannte, obwohl Sie das nicht kennen, hat sich das ICMPD wahrscheinlich schon ein bisschen unbemerkt in unsere, in meine, in ihre Köpfe hineingeschlichen. Das ICMPD ist eine internationale Organisation, wie zum Beispiel die OPEC, die Organisation Erdöl exportierender Länder. Was ist denn das eigentlich für ein Logo, ey? Sind das die Kinder, die Pac-Man mit seiner Schwester gezeugt hat, oder was? Als beide blau waren, die OPEC. Die OPEC kennt man vielleicht, eine internationale Organisation, oder die OFOLUM, die internationale Organisation für unnötig lange offenstehende Münder. Die OFOLUM. Und als internationale Organisation genießt das ICMPD besondere Rechte und Freiheiten. Obwohl das ICMPD
durch öffentliche Mittel finanziert wird, also durch unsere Steuern, ist es super schwierig rauszufinden, was das den lieben langen Tag so genau treibt. Und das ist super praktisch, wenn man shady Sachen im Hintergrund machen möchte. Inzwischen ist das Institut eine der wichtigsten Durchführungsorganisationen von EU-Grenzschutzprojekten in Libyen, Tunesien und Marokko. Ja, alright, okay. Also das macht irgendwelche Grenzschutzprojekte mit prosperierenden Vorzeigedemokratien wie Libyen. Na gut, das werden doch Expertinnen sein. Die werden schon wissen, mit wem sie da zusammenarbeiten. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte ist tief besorgt über die anhaltende Gewalt gegen Flüchtlinge und andere Migranten in Libyen. Migranten, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden, berichten, dass sie gefoltert und ihre Familien um Lösegeld erpresst wurden, während ihres Aufenthalts in libyschen Regierungsgefängnissen. Ja, sorry für meine Bedenken, das klingt für mich nach einer völlig unproblematischen Kollabo zwischen Europa und Libyen im Namen der Menschenrechte. So ist es eben. Bei schmutzigen Geschäften wäscht eine Hand die andere. Zum Glück hat sie Schluss gemacht. Ich hatte schon Angst, gleich summt sie die verbotene erste Strophe. Aber kleiner Tipp, Frau von der Leyen, am saubersten wird es immer, wenn man eine PR-Agentur beauftragt. Zwinker, Zwonker. Oder das für Europa unauffällig die Ausländer wegmanagen soll. Das hat übrigens ein total unauffälliges Logo. Ich male es Ihnen mal kurz auf. Das Logo vom ICMPP. Es geht so. So. Vier Pfeile, also ganz klar. Kann ich das Original nochmal sehen, bitte? Hier. Das sind einfach nur vier farbige Pfeile, die rauszeigen und vier weiße Pfeile, die reinzeigen. Weiß rein, farbige, ups, sorry für Rassismus, ich meine POC natürlich. Weiß rein, POC raus. Ganz normales Logo. Und bei sowas, ey, Deutschland gibt das ungern zu, aber bei so einem Club sind wir natürlich voll gerne mit dabei. Die Schweiz auch oder Ungarn oder die Türkei. Und wenn Deutschland bei irgendwas gegen Menschen mit dabei ist, dann ist natürlich auch Österreich mit dabei. Aber nur, wie das immer so ist, wenn was gegen Menschen geht und Deutschland mit dabei ist und Österreich auch, aber nur, wenn der Österreicher ein Chef ist. Manche Dinge haben sich einfach bewährt. Darf ich vorstellen, meine Damen und Herren? Das hier ist Michael Spindelegger. Oh Gott, der Name ist schuld. Oh Gott, Michael Spindelegger. Baujahr 59, 45 PS, 2 Zylinder, Hubraum 2,3 Kubik. Das ist doch ein richtiger Politiker, der mit Benzin läuft. Der hat noch ein altes Kennzeichen. Michael Spindelegger, ehemaliger Vizekanzler Österreichs und seit 2016 der Generaldirektor des ICMPP. Und der passt super zum ICMPP. Weil Michael Spindelegger, der ist so unauffällig, der ist buchstäblich der fadeste Mensch der Welt. Das sagen sogar seine Family and Friends. Naja, bitte, er war eigentlich immer sehr strebsam, das muss ich sagen. Ruhig. Er war überhaupt nicht auffällig. Jetzt auch nicht der Frauenheld und der Womanizer. Wir haben, wenn wir pubertiert haben, dann eher später pubertiert. Wir waren immer die Braven und so gesehen war der Michi einer von uns. Ja, spät geschnackselt hat also der Spindelegger Michi. Das war ein kleiner Insel damals, ja, bisschen TMI, aber gut zu wissen, dass er einer von uns ist. Vor seiner Karriere als unauffälliger Direktor einer unauffälligen internationalen Organisation, für die sich, wenn es geht, bitte niemand interessieren soll, hat der Spindelegger Michi übrigens ganz unauffällig seinem Heimatland Österreich ein politisches Wunderkind geschenkt. Michael Spindelegger ist der Ziehvater des österreichischen Politstars Sebastian Kurz. Der Ex-Vizekanzler entdeckte ihn im Jugendparlament und machte sogar Platz als Außenminister, um ihn zu fördern. Das gibt's ja nicht. Der Spindelegger Michi ist der spätpubertierende Politpapa von ZDF-Magazin Superfan Sebastian Kurz. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler, der offensichtlich inzwischen Werbung für Hämorrhoidensalbe macht. Und die Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Danke gesagt und 2018 gemeinsam mit dem ICMPP
von Michael Spindelegger ein richtig cooles Kulturprojekt gestartet. Die Entwicklung und die Aufführungen des Theaterstücks Welt in Bewegung werden durch das Internationale Zentrum für Migrationspolitikentwicklung ICMPD finanziert. Welt in Bewegung, ein Theaterstück gegen schlechte Ausländer, die wir hier in Europa nicht haben wollen, und zwar für Kinder. Gute Idee, genau das, was wir brauchen. Das speziell für Schüler konzipierte Theaterstück erzählt die Geschichte der Flüchtlinge Nadim und Mojo, die beide in Österreich um Asyl ansuchen. Aber viele Freunde aus meinem Dorf sind schon in Europa. Wir sagen alle, es geht ihnen gut. Während der kluge Najim aus dem Nahen Osten am Ende einen positiven Bescheid erhält und bleiben darf, muss der naive Mojo wieder zurück nach Afrika. Falls Sie es nicht mitbekommen haben, weil Sie kurz kotzen mussten, nochmal schnell die Synopsis des Theaterstücks. Gute Ausländer rein, schlechte Ausländer Zaun, aber kindgerecht aufgearbeitet. Kunst und Kultur sind schließlich ein wichtiger Bestandteil jeder Demokratie, auch der österreichischen Demokratie. Da lernt man viel als Madel und Bub. Und je früher man lernt, desto besser. Das ist genau das, was das ICMPD so macht. Unauffällig im Hintergrund agieren mit ganz verschiedenen Projekten. Theater-Events für Kinder oder politische Konzepte entwickeln. Brainstormings mit Behörden, Vorträge halten, wissenschaftliche Studien. Ein Full-Service-Angebot. Und viele Staaten und Institutionen auf der ganzen Welt machen mit und bezahlen das ICMPD mit öffentlichen Mitteln, mit unseren Steuern. Und immer geht es um das eine große Ziel. Gute Ausländer rein, schlechte Ausländer Zaun. Das gefällt natürlich auch dem bayerischen Innenministerium. Das hat gefragt, Ausländer Zaun, schön und gut. Aber was machen wir denn, wenn die schon da sind, die Ausländer? Gute Frage, gute Frage. Das Ergebnis des gemeinsamen Brainstormings von Bayern und dem ICMPD hat ergeben, wir brauchen so eine Art Flüchtlingskarte. Eine Flüchtlingskarte. Eine Karte für Ausländer, die Personalausweis und EC-Karte in einer einzigen Karte zusammenführt. Endlich. Super Idee. Erster Vorteil. Ausländer haben endlich mehr Platz im Portemonnaie für Drogen, Messer, Kopftuch und natürlich Messer. Und eine Flüchtlingskarte hätte noch einen Vorteil. Es besteht die Möglichkeit der Beschränkung der Nutzbarkeit gewisser Funktionen, beispielsweise des Zahlungsverkehrs auf bestimmte Geografien, Geofencing oder Einsatzszenarien, zum Beispiel Beschränkung der Bargeldabhebung. Das Wort Beschränkung in Kombination mit Ausländer ist natürlich Musik in den Ohren der Politik. Mit so einer Flüchtlingskarte kämen schlechte Ausländer, wenn Bayern das will, nicht mehr an ihr Bargeld oder könnten nur noch in dem Ort einkaufen gehen, von dem die Ausländerbehörde möchte, dass sie sich dort aufhalten. Die Karte funktioniert ein bisschen wie so ein Zaun, aber ohne dass man einen Zaun bauen muss, der die schöne bayerische Landschaft kaputt macht. Aber die Karte, die könnte noch so viel mehr. Beispielsweise kann die Karte dahingehend erweitert werden, dass die Möglichkeit des direkten Abrufs von Karteninhaberdaten mit behördlichen, polizeilichen Terminals Equipment besteht. Mein Gott, was man da für Möglichkeiten hätte. Personalausweis und EC-Karte in einer Karte. Und die Krankenkassenkarte kann auch noch mit rein. Oder die Payback-Karte. Oder die Dauerkarte fürs FC Bayern Museum. Und der Organspendeausweis. Und wenn du dann als schlechter Ausländer was falsch machst, kann Bayern über die Flüchtlingskarte, keine Ahnung, deine Niere an den ersten FC Nürnberg übereignen oder dir bei Rewe bis zu 7 Payback-Punkte abziehen und Röntgenbilder von deinem Kiefer bei deinem Zahnarzt anfragen und europaweit an jedes Katasteramt schicken. Warum, weiß ich nicht, aber das wäre technisch möglich. Und dein Konto sperren, bis du wieder ein guter Ausländer bist. Das wäre alles möglich mit der Flüchtlingskarte. Richtig gute Idee vom Leider ist unser verdammtes Grundgesetz noch zu PC, zu Vogue. Unsere deutsche Verfassung ist einfach noch nicht so weit. Ja, ich hasse Menschenrechte. Was glaubt Genf eigentlich, was es ist? Verdammte Menschenrechte, beruhigen Sie sich. Bayern arbeitet dran. 2019 hat das eine Arbeitsgruppe für die Flüchtlingskarte für Bayern zusammenstellen lassen, schon ein paar Vorgespräche geführt und Vorschläge gemacht, was man mit so einer geilen Flüchtlingskarte so alles anstellen könnte. Und siehe da, das bayerische Feedback kam per E-Mail. In den von uns geführten Vorgesprächen wurde ein weiterer Flüchtlingskartenpilot in Bayern mit einem wie von der ICMPD angedachten alternativen und mit mehr Sicherheitsmerkmalen ausgestatteten bargeldlosen Bezahlsystem mit Kreditkarten als erörterungswürdig beurteilt. Erörterungswürdig. Das heißt auf bayerisch Flüchtlingskarte, das machen wir. Gute Ausländer rein, schlechte Ausländer Zaun. Und wenn wir nicht wissen, wenn wir gut und wenn wir schlecht finden, dann überwachen wir sie halt alle, die Ausländer, solange bis wir es wissen.
Aber Moment mal, warum zum Wolpertinger schickt Bayern denn die Mail für den ehemaligen österreichischen Vizekanzler Michael Spindelegger an die Mailadresse vkms@gmx.at? Ist das die private Mailadresse des ehemaligen österreichischen Vizekanzlers? Steht das VKMS für Vizekanzler Michael Spindelegger? Und für was steht das gmx.at? Das gmx.at, das steht auf jeden Fall für Cybersicherheit. Das hat mir gestern Nacht der sehr kompetente ehemalige Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik verraten, zusammen mit einem führenden internationalen IT-Sicherheitsexperten des seriösen Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. und der ehemaligen Europachefin des russischen Spionage-Abwehrsoftwareherstellers Kaspersky Nastrovje. Spasiba nochmal. Cybersicherheit, so wichtig fürs Apropos überqualifizierte CybersicherheitsexpertInnen. Die bayerische E-Mail wegen der Flüchtlingskarte ging auch an einen gewissen Jan Marschalek. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Kann ich mal ein Bild von dem sehen? Das Gesicht kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Wenn Ihnen dieses Gesicht auch bekannt vorkommen sollte, weil Sie, keine Ahnung, in Moskau neben ihm wohnen, dann melden Sie sich bitte umgehend beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden oder rufen Sie unter der Münchner Nummer an 089-291-00. Wenn Sie wissen, wo Jan Marschalek sich aufhält. Jan Marschalek, das war der Typ, mit dem Bayern und das Projekt Flüchtlingskarte machen wollte. Jan Marschalek. Der hat sich dann leider spontan aus seiner Firma Wirecard verabschiedet in ein Sabbatical, das jetzt auch schon wieder fast 3 Jahre dauert. Jan Marschalek, ey. Ganz ehrlich, du bist echt der peinlichste von uns, Jans. Und als stellvertretender Vize-Jan der Jan-Union möchte ich mal im Namen aller Jans sagen, wir sind echt enttäuscht. Nur wegen dir, Jan Marschalek, haben wir Jans zurzeit einen schlechten Ruf. Du hast uns Jans echt einen Bärendienst erwiesen. Und von Jan soll ich dir ausrichten, Jan. Jan und er sind stinksauer auf dich. Und Jan auch. So. Ach so, wo war ich? Jan Marschalek! Nee, Quatsch, Moment. Flüchtlingskarte! Genau. Flüchtlingskarte und die hartnäckige bayerische Staatsregierung hat sich gedacht, ja, pff, blöd. Naja. Aber wenn Jan Marschalek und Wirecard keine Zeit haben gerade, dann suchen wir uns halt jemand anderen, der die Flüchtlingskarte für uns macht. Zur Gewinnung erforderlicher Expertise, insbesondere auf dem Gebiet der Zahlungsdienstleistungen, wird derzeit eine Ausschreibung vorbereitet. Die für einen bayernweiten Rollout einer Bezahlkarte notwendigen gesetzlichen Anpassungen sind bereits in Kraft. Erstaunlich, dass es das Wort Rollout über den Zaun nach Bayern geschafft hat, ey. Aber auf Deutsch heißt das übrigens Andiamo, vamonos! Bayern will die Refugee Card machen, die Flüchtlingskarte. Die Gesetze sind schon vorbereitet und geändert. Das ist Commitment. So geht Commitment. Super. Bald hat Bayern die Ausländer unter totaler digitaler Kontrolle. Aber es wäre doch eigentlich noch besser, wenn nicht noch mehr Ausländer dazukämen. Und das ist ja im Grunde genommen keine bayerische, sondern am Ende eine gesamteuropäische Aufgabe. Darum, gute Ausländer rein. Schlechter Ausländerzaun, hm? Europa verschiebt seine Außengrenze nach Afrika. Außengrenzen, der größte europäische Exportschlager seit dem Kolonialismus. Denn je weiter MigrantInnen von Bayern und der EU-Grenze entfernt sind, desto besser. Und genau da hat das seine wirklichen Stärken. Hier, schauen Sie mal. Border Management and Security. Klingt ein bisschen wie das Vormittagsprogramm von D-Max, ist aber dreimal langweiliger und Teil einer Präsentation des ICMPD am 23. Januar 2020. Wer war mit dabei bei der Präsentation? Ach guck, das Auswärtige Amt und die Bundespolizei. Diese Präsi und viele weitere interessante Dokumente haben unsere KollegInnen von Frag den Staat ausgewertet. Gucken wir doch mal gemeinsam rein. Was hat das ICMPD denn noch so für Ideen zum Thema Border Management? Zum Beispiel in Tunesien. Tunesien gilt inzwischen als wichtigstes Transitland für Migranten auf dem Weg nach Italien, noch vor dem Bürgerkriegsland Libyen. Viele Menschen wollen über Tunesien nach Europa. Da muss die Border natürlich gut gemanagt werden, sagt das ICMPD in seiner Präsi. Es könnte ja sein, dass schlechte Ausländer aus Tunesien ausbrechen und dann über Italien nach Deutschland kommen. Mamma mia, denkt denn niemand an 74% aller Deutschen? Das ist, wenn man Italiener imitiert, ist das kein Rassismus übrigens. Es ist Rassissimo. Es ist Rassissimo. Rassissimo. Damit Ausländer nicht über Italien nach Deutschland kommen, baut das ICMPD
im Auftrag von Dänemark, Österreich und Deutschland Trainingszentren für die tunesische Grenzpolizei und den tunesischen Zoll. Einrichtung der zwei behördenübergreifenden Trainingszentren zur Grenzverwaltung. Mama mia. Hier, ein Serviervorschlag, wie die Anlage aussehen soll, wenn sie fertig ist. Schauen Sie mal. Sogar mit Schießstand und Hundezwinger und Handballfeld. Hauptsache den tunesischen PolizistInnen wird nicht langweilig. Zur Not kriegen die auch ein Schießfeld, einen Hundestand und einen Handballzwinger. Eine Arbeitsgruppe wird mit Unterstützung von internationalen ExpertInnen, unter anderem aus Frankreich, Deutschland und Dänemark, Ausbildungskurse für jede Ebene entwickeln. Auch eine sehr gute Idee. Das Abfangen von Geflüchteten muss ja geübt sein. Und wer, wenn nicht Deutschland, hat die ExpertInnen für diese Aufgabe? Hello everybody. Hello everybody, my name is Frank Görke, head of the Federal Maritime Police of Germany. We are the responsible law enforcement agency to fight piracy worldwide. Frank. Setz dich ganz nach rechts, bitte. Die Leute wollen das Schiff sehen. Weiter rechts, noch weiter rüber. So ist gut. Genau so ist gut. Frank Görke, bis letztes Jahr Leiter der Bundespolizei See und nach dem Spindelegger Michi der zweitlangweiligste Mensch der Welt. Das muss man als Piratenjäger erstmal schaffen. Er hätte doch alle Möglichkeiten. Ey, Mann, Frank, du bist Piratenjäger. Augenklappe auf oder keine Ahnung, ein Haken statt Hand oder Skorbut oder ein Papagei in die Unterhose. Aber nein, hier, so. Dann halt so. Die Seegörke von der Bundespolizei hat dem geholfen mit dem Training der tunesischen Küstenwache. Und das Bundesinnenministerium und das Auswärtige Amt haben auch mitgemacht. Steht in einem anderen sehr interessanten Meeting-Report aus dem Jahr 2020. Da hatte das ein paar richtig tolle Vorschläge gegen Ausländer. Aber Brainstorming ist ja keine Einbahnstraße. Die Bundespolizei hat natürlich auch eigene Ideen geliefert. Die Wahrnehmung der operativen Aufgaben im Sinne der europäischen Vorverlagerungsstrategie könnte durch die Bereitstellung, Beschaffung von je 2 seegängigen Booten pro Einsatzabschnitt optimiert werden. 8-mal Offshore Patrol Vessel in der Größenklasse von ca. 40 Metern Länge. Das war Behördenitalienisch und bedeutet, die deutsche Bundespolizei fände es cool, wenn das ein paar Patrouillenboote für die tunesische Küstenwache organisieren würde. Warum auch nicht? Der tunesischen Küstenwache ist schließlich nichts vorzuwerfen. Dabei wird der vorgeworfen, die Motoren von Flüchtlingsbooten abzumontieren und die Migranten auf hoher See ihrem Schicksal zu überlassen. Alright, das und die deutsche Bundespolizei stellen gemeinsam sicher, dass die tunesische Küstenwache auch in Zukunft das nötige Equipment hat, um Menschen auf hoher See ihrem Schicksal zu überlassen. Was mit den Menschen passiert, nachdem sie ihrem Schicksal überlassen wurden? Als Full-Service-Agentur kümmert sich das selbstverständlich auch darum. Die Schulung über den Umgang mit Leichen auf See findet in Tunesien statt, 18. bis 21. Oktober 2021 und wird in Zusammenarbeit mit den französischen Partnern durchgeführt. Ohlala. Oder um es mit den Worten des zu sagen, Dead Body Management. 74% der Deutschen finden, das geht in die richtige Richtung. Meine Damen und Herren, als investigative, unabhängige Non-Profit-Hanswürste haben wir natürlich gewissenhaft und ethisch über jeden Zweifel erhaben unsere journalistische Pflicht einmal mehr übererfüllt und das nochmal persönlich gefragt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren in den letzten Monaten die tunesische Küstenwache und ihre Praxis. Unter anderem berichten humanitäre Organisationen, dass Boote mit MigrantInnen in Seenot nicht gerettet, sondern stattdessen die Motoren abgenommen werden. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund Ihre Zusammenarbeit mit tunesischen Behörden? Antwort vom Davon haben wir ausschließlich aus den Medien erfahren und können dies nicht weiter kommentieren. Sehr gut, genauso und nicht anders habe ich das erwartet. Gute Ausländer rein, schlechte Ausländer psst, psst, psst. Und falls Sie heute Abend noch durch bisher unveröffentlichte Dokumente zur EU-Migrationspolitik stöbern möchten, ich weiß, Sie wollen das, dann werden Sie bei Frag den Staat fündig. Die haben mit einem Team aus internationalen JournalistInnen Dokumente gesammelt, Recherchen aufgeschrieben und. Ab jetzt online. Viel Spaß dabei, wenn Sie mehr wissen wollen über